Ja, hallo und herzlich willkommen zu App-Test. Heute zeige ich euch wieder kein Spiel, ich zeige euch wieder eine App für die Photoshop-Fanatiker. Also, ich bin auch ein sehr, sehr großer Photoshop-Fan, Photoshop bestes Programm. Und jetzt zeige ich euch mal so ein Photoshop-artiges Programm auf dem iPhone, wo ich wirklich manchmal in der Arbeit benutze, wenn ich ein schönes Foto gemacht habe. Dann gehen wir erstmal auf Foto verändern und nehmen einfach mal hier dieses Foto. Na, haben wir hier, ich habe hier mal meine Zeitung fotografiert und meine Kaffeetasse und will euch einfach mal zeigen, was man mit dem Programm machen kann. Das Programm kostet, glaube ich, 2 Euro im App Store und nennt sich Fotogen. Man kann zum Beispiel das, also hier erstmal alles so zurechtschneiden. Also kann ich hier zum Beispiel meine Tasse ausschneiden. Gehe ich hier auf Fertigstellen. Oder ich kann hier auch noch die Verhältnisse anwählen. Zum Beispiel 3 zu 2, 9 zu 16, 4 zu 3, 3 zu 4, 1 zu 1. Mache ich mal 1 zu 1. Oder hier 4 zu, 3 zu 4. Also man kann dann hier, sieht man auch ganz schön, wenn ich jetzt hier drauf drücke, also es ist ja nicht so groß, wie sich schön das Quadrat verändert und schön in einem quadratischen Ding. Ich lasse mal 1 zu 1 und dann kann ich hier jetzt zum Beispiel meine Kaffeetasse auswählen. Drücke auf Fertigstellen und habe hier meine Kaffeetasse. Das will ich jetzt natürlich nicht. Ich habe hier ein Widerrufen und Wiederherstellen. Also Widerrufen und Wiederherstellen. Sehr cool. Dann gibt es hier noch das Drehen, ist ja klar, links, rechts, geht alles rasant schnell, einmal auf den Kopf drehen, einmal spiegeln auf den Kopf drehen und wieder spiegeln, umdrehen, spiegeln, alles sehr geil, man kann es noch ein bisschen verschieben, also queren, querstellen und wenn man dann noch ein bisschen weiter höher geht, nein, dann kann man es wieder zurücksetzen. Hier so und dann kann man es noch spiegeln. Sieht doch ganz cool aus. Gut, ich gehe jetzt wieder auf Zurücksetzen und gehe hier auf Filter. Filter, da kann man zum Beispiel, sieht man jetzt hier ganz gut die 3, wie scharf. Also es dauert kurz ein kleines bisschen und man kann alles schön ein bisschen schärfen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber wenn man drauf achtet, ich zeige euch mal jetzt ganz groß die Tasse hier und geht ein bisschen auf Schärfen. Kann man schon erkennen, dass es ein bisschen schärfer geworden ist. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera zu sehen ist, aber auf dem iPhone werdet ihr Erfolge erzielen. Dann gibt es hier zum Beispiel Bleistift. Da kann man dann so ein bisschen Bleistiftkritzel reinmachen. Also dann sieht das ein bisschen so aus. Jetzt ist das so gezeichnet. Kann man wieder zurücksetzen. Dann kann man hier so einen Effekt, gibt es hier zum Beispiel einen Sepia-Effekt und hier so ein Neonlicht-Effekt und hier ein Wärmebildkamera sozusagen. So. Dann kann man hier noch auf Farbe anpassen. Das ist ein sehr, sehr geiles Programm. Hier kann man zum Beispiel die Helligkeit höher schrauben. Jetzt sieht man schon die Zeitung viel besser und kann noch ein bisschen den Kontrast runterschrauben, so, Helligkeit wieder höher und schon wirkt das Bild schon ein bisschen anders. Man kann auch hier auf Auto gehen. Wenn man hier auf Auto geht, dann stellt das Programm so ein, wie es findet, dass es zurecht ist. Also machen wir nochmal auf Zurücksetzen, so sah das Bild vorher aus. Geht man auf Auto, sieht es so aus und es ist ein bisschen heller und ein bisschen schöner. Ich gehe jetzt aber wieder auf Zurücksetzen und gehe mal auf Helligkeit. Hier kann man die Helligkeit und den Kontrast einstellen. Also wie man sieht, den Regler nach unten gibt es dunkler, den Regler nach oben wird es heller. Kontrast, die Schatten, Kontrast kann man höher stellen, so als jetzt überhaupt keinen Kontrast mehr und so ein bisschen mehr und dann kann man die Helligkeit wieder ein bisschen höher. Dann wirkt das Bild schon ganz anders. Man kann aber auch wieder alles zurücksetzen und dann sah es so aus. Dann kann man die Farbe wählen. Man kann die Sättigung runterschrauben oder ganz hochschrauben. Man sieht jetzt, das Grün von der Zeitung ist richtig schön effektiv. Schraube ich es runter, ist das Bild schwarz-weiß. Aber ich schraube es jetzt mal hoch, das sieht schön aus. Und dann kann man noch die Temperatur wählen, quasi eine warme Temperatur ist dann dieser Rotton. Und eine dunkle Temperatur ist natürlich dieser Blauton.
Ich finde dieser Mittelton, dieser Grünton viel schöner. Aber ich tue mal wieder alles auf Standard zurücksetzen und zeige euch die RGB-Kanäle. Hier kann man zum Beispiel das Rot ganz hoch setzen oder das Rot alles raus und das Grün höher setzen. Wird das Bild aber ganz schön grün und dann kann man blau und so kann man, ups, jetzt hat es mich in einen anderen Modus verschlagen. Und so kann man halt schön alles ein bisschen bearbeiten und schöne Erfolge erzielen, was Bilder angeht. Dann kommen wir hier, da können wir dann ein kleines Spiel rein. Das sind so kleine Sprechblasen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier, gehe ich auf, kann man hier auch sliden und mehrere Sprechblasen nehmen. Und ich, oh, jetzt habe ich das Bild verschoben, das wollte ich natürlich nicht. Bildmodus funktioniert auch so wie beim iPhone ganz normal, vergrößern mit zwei Fingern. Und Doppelklick ist in die Mitte setzen und rumschieben ist ja klar. Dann mache ich mal nochmal, dann kriege ich mal hier und ziehe jetzt hier so, die Tasse denkt jetzt was, dann kann ich hier das Ding hier vergrößern, aber die Tasse denkt jetzt so, denkt jetzt einfach was und dann kann man hier schön das, also kann man auch hier wählen, wie soll es schwarz sein, soll es braun sein, also hier blau, also wie die Sprechblase aussehen soll und dann kann man sie noch ein bisschen verschieben. Wenn man das dann hat, kann man Doppelklick drauf machen, dann kann man noch einen Satz reinschreiben, wie zum Beispiel, wie langweilig. So, wie langweilig. Fertig und dann steht hier dran, wie langweilig. Man kann natürlich schwarz nehmen, kann nochmal die Farbe ändern, wie es dann stehen soll. Ich finde es ganz cool. Hab's noch nie gebraucht, aber naja. Dann haben wir hier Rahmen. Kann man schöne Rahmen sich einfallen lassen. Also ich finde die Rahmen ganz schön. Also hier ist so ein Kameraeffekt. Hier so mit leuchtenden. Dann gibt es viele Rahmen. Dann gibt es, ja, das war's dann auch schon. Dann gibt es hier noch so mit Tesafilm. Und die Updates bringen auch immer wieder neuere Faxen und Rahmen mit. Kann man hier wieder widerrufen und ja, wenn man dann fertig ist, dann kann man hier auf den Haken gehen und sichern. Oder nochmal ein Foto aufnehmen. Also quasi, man geht auf Foto aufnehmen. Ich fotografiere jetzt einfach mal den Tisch. Hier dieses Zeichen. So. Und gehe auf Verwenden. Und habe jetzt wieder ein neues Foto. Und das alte Foto ist gelöscht worden. Ja, das war's auch schon. Wie immer heißt es abonnieren, kommentieren. Wenn man jetzt auf Sichern geht, dann ist klar, Foto verändern, dann kann ich nochmal hier auf meine Ding gehen. Ja, und bin wieder da. Wie immer heißt es abonnieren, kommentieren. Ich freue mich. Ciao!